Hi und willkommen zurück zu Limitless. Heute was Besonderes, denn heute bauen wir den Sicherungsraum. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Ich weiß nicht, wer es kannte, aber es gab ja mal ein Projekt, das hieß Time. Und da hatte ich mal die Idee, dass man quasi Räume oder generell Bereiche der Basis abschalten kann. Einfach aus dem Grund, wenn man zum Beispiel spielt oder streamt, dass man dann mehr Performance hat. Weil wenn die Basis immer größer wird, desto computerlastiger ist das auch. Und dann hatte ich mir überlegt, komm, wir bauen einen Raum, wo wir die einzelnen Räume alle nacheinander abschalten können, wenn wir denn mal irgendwie mehr Leistung brauchen. Das eignet sich auch immer ganz gut dafür, wenn man halt selber spielt und dann, sag ich mal, vom Server geht und sagt, yo, jetzt alle Maschinen an. Und deswegen bauen wir das jetzt mal. Wir werden heute folgenden Raum abschaltbar machen, und zwar den mit den Blumen. Ich habe hier auch schon mal was vorbereitet. Den hier mit dem Gemüse. Hier soll X-Net rein. Und das können wir dann abschalten. Wir können dann quasi X-Net abschalten. Und X-Net deswegen, damit hier manche Sachen besser einsortiert werden, weil wir hatten vorher die Drawer da drunter. Aber da sind ja, hier sind zum Beispiel drei Sachen drin, drei verschiedene Sachen. Und drei Drawer da drunter passt irgendwie nicht oder sieht nicht aus. Oder auch hier die ganzen anderen Sachen, ja mal Seeds und das eigentliche Produkt. Und deswegen machen wir das jetzt mit X-Net. Das kommt dann alles hier rein. X-Net werde ich jetzt aber noch nicht einstellen, sondern nur das System abschaltbar machen. Ja, genau, so machen wir das. Okay, fangen wir aber erstmal an mit der Steuerung. Steuerung anfangen? Glaub schon. So, wir gehen jetzt mal in den Sicherungsraum. Den habe ich extra so gelegt, dass der relativ nah am Crafting-Raum ist. Hier wird ja der Haupt-Crafting-Raum, da hinten ist Applied Energistics, hier drunter kommt Mechanism. Ja, ansonsten ist die Basis schon sehr gut geworden. Wir haben auch gestern gelivestreamt. Nochmal Dankeschön an alle, die da waren. Wer jetzt sagt, hey, Peter, ich möchte auch mal beim Livestream dabei sein. Limitless geht immer Sonntag 19 Uhr los, deswegen am besten jetzt das Handy in der Hand nehmen, Erinnerung stellen, Sonntag 19 Uhr, debitop.tv, dann seid ihr direkt da. Hallo sagen, wenn ihr wollt, und ab geht's. So, wir waren aber gestern nicht sonderlich produktiv, obwohl ein bisschen haben wir gemacht und auch ein bisschen was vorbereitet. So, wir werden jetzt das hier brauchen, weil wir werden jetzt hier Folgendes machen, und zwar drei Displays drauf in dieser Größe. Extra schon einen Rahmen drum geschisselt, damit es halt aussieht wie coole Monitore. Am Anfang wollte ich hier so Schränke haben, aber das sah halt nicht aus, beziehungsweise, ja, hätte schon ausgesehen, aber halt schwierig, weil da kann man nicht viele Schalter drauf machen. Hier geht's aber schon. So, Folgendes, wir brauchen noch Text-Screen-Module. Nehmen wir mal drei Stück. Eins, zwei, drei. Dann noch Button-Screen-Module. Ja, da brauchen wir noch Buttons. Wer hätte es gedacht? Ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen. Ich nehme jetzt mal ein paar mit. Ah ja, die kann man nicht stacken. Muss ich so machen. Alles gut. Und wenn man jetzt Shift rechts klickt, kann man oben ein Textmodul reinmachen, wo wir dann irgendwas reinschreiben. Eins. Wie nennt man das? Steuerung 1. Steuerung 1. Können wir nachher Basis oben nennen oder irgendwas anderes. So, in der Mitte kommt das. Large. Bright. Und schon haben wir nichts. Okay, warte. Achso, Color for the Text. Schwarz auf Schwarz sieht man nicht so gut, ne? Wir nehmen einfach mal White. Close. Ach nee, die haben noch gar keinen Strom. Okay, kommt gleich. Steuerung 2. Weißer Text. Close. Large. Center. Bright. Und ganz rechts dann nochmal Text rein. Können wir nachher auch noch anders nennen, aber dazu gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Die lese ich bei dir zwischendurch echt mal. An der Center war richtig. Bright. So, und jetzt können wir machen, dass wir Screen-Module haben. Oder Button-Screen-Module. 1, 2, 3, 4. Ich nehme jetzt erstmal immer 4. Und die kommen dann da rein. Haben wir zumindest 12 Sachen abschaltbar. Ah ja, können wir auch so reindrücken, ne? 12 Sachen abschaltbar. So, und jetzt, was fehlt denn da noch? Genau, wir brauchen einen Screen-Controller. Und den wollte ich eigentlich dediziert bauen. Sprich, dass der quasi von alleine sich bepowert, beziehungsweise eine eigene Stromversorgung hat. Weil wäre dumm, wenn wir Räume abschalten und dann den Abschalter abschalten. Das wäre halt echt uncool. So, und das Screen-Modul machen wir jetzt einfach mal hier hinten rein. Weil es ist jetzt nicht schön, aber zweckmäßig. Wir werden jetzt hier einen Screen-Controller drin haben. Also da. Den könnte man, by the way, auch eigentlich so machen, dass man drankommt, ne? Das wäre auf jeden Fall cool. Und zwar da, wo man in anderen Räumen auch drankommt, nämlich hier. Ja, und dann kann man die Lavaversorgung oder die Stromversorgung hier einfach rumbauen. Und dann baut man die eigentlich hier rein. Weil hier baue ich wahrscheinlich nichts in der Basis, aber dann haben wir das da auf jeden Fall am Start. Und hier haben wir ein weiteres Display. Und dafür hatte ich eigentlich auch diese Glasdinger. Nur nicht für hier, sondern woanders. Müssen wir gleich holen. So, Screen Controller kommt jetzt hier hin. Kann man dran gehen, kann man kontrollieren, kann man gucken, wie viel Strom drin ist. Einfach so aus Spaß. Und dann bauen wir jetzt das Stromkabel hier um die Ecke rum. Können wir eigentlich direkt auf Bodenhöhe machen. Und für die Basis gibt es, weil das Ganze auch eine Quest ist, dieses Wireless-Zeug.
Und Power dann noch. Weil das beides Quests sind. Wir werden nicht diesen Bigger Reactors machen. Den haben wir schon zu Genüge gebaut. Und vor allen Dingen, wer das mal sehen möchte in maximaler Auslastung oder einer der größten, einfach mal Time angucken oder Mega. Muss nur einmal ganz kurz gucken. Wir haben ja zwei Heat-Generatoren. Das heißt, da kommt einer hin. Und hier kann... Ne, warte mal. Pack die mal beide hier hin. 5, 6, 7. Jetzt kommen die Heat-Generatoren da rein. Zack. Und zack. So, und jetzt lädt sich das Display auf. Und die Kabel vor allen Dingen. Die Kabel sind jetzt gleichzeitig Stromspeicher. Das war gut. Und jetzt machen wir Plus Energie. Jetzt gehen wir hier nochmal rein und sagen, pass auf, scan mal nach näheren Screens. So, da haben wir dann schon die Steuerung. Aber die 1 passt nicht mehr hin, ne? Ja, warte. Text, Steuerung. Bestimmt, weil ich Large gemacht habe, ne? So. So, wir haben jetzt 3 Steuerungen und stromtechnisch. Ah, reicht vollkommen, ne? Also klar, arbeitet, geht aber nicht nach unten. Und jetzt können wir das Ganze hier ein bisschen zubauen. Spawn tut er ja eh nichts, weil es hell genug. Und hier sind ja auch überall diese Fackeln, damit nicht spawnen. Aber trotzdem bauen wir hier ein bisschen zu. So, das haben wir soweit. Jetzt kommt dann natürlich noch ein Text rein und dahinter kommt dann der Button. So bleibt es natürlich nicht. Oder wir benennen einfach die Buttons. Wäre natürlich auch eine Variante, was sehr, sehr geil ist. Und wir brauchen dafür aber jetzt nochmal Folgendes. Wir brauchen nämlich noch einen Receiver. Ah ja, ich habe jetzt das synchronisiert einfach. Weil damit ich nicht immer raus und rein tappen muss. Normalerweise habe ich das nicht an. Oh, was ist denn jetzt wieder los? Da sind wir wieder. Wurde irgendwie nur einmal rausgekickt und dann konnte ich wieder reingehen. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, brauchen die doch mehr als... Oh mein Gott. Wir brauchen mehr Strom als die beiden Generatoren. Das ist aber echt viel, ne? Haben wir noch mehr von den Generatoren? So viele hatten wir gerade, aber viel zu wenig. Und jetzt haben wir 4. Das heißt, wir haben den Stromoutput verdoppelt. Ich hoffe, das reicht. Und sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, wir gehen hin. Oh, die sind alle 3 an. Nein, Mist, er blinkt noch. Ist bestimmt auch, weil das weiter weg ist, ne? Dann braucht er halt mehr Strom. Aber der hat einen Wackelkontakt. Wäre geil, wenn man das so einbauen würde. Sieht cool aus. Aber es gibt da noch eine Variante, wie wir den Stromoutput da ein bisschen verbessern. Weil es gibt den sogenannten Machine Infuser. Und ein paar Shards hatten wir sogar noch. Damit können wir Maschinen infusen. Da steht sogar drauf, was das bringt. Da unten steht der Screen Controller. Infusing Bonus increase range for screens. Also kann sein, dass er weniger Power braucht, ne? Okay, bin gespannt. Ich hoffe. Aber die machen echt wenig Strom, ne? Aber ist nicht schlimm. 6%, 7%. Okay, wir boosten. Gar nicht so oh mein Gott. Wir boosten auch mal die Generatoren. Ja, 100% infused. Boah, genau 4 Stacks, Alter. Ein paar hatten wir sogar nur gehabt. Okay, wir haben jetzt einen Screen Controller. Und reicht es? Reicht es? Ich meine, klar, jetzt gerade reicht es, weil der halt die Energie aus den Kabeln noch zieht und weil das Ding wahrscheinlich nur geboostet war kurz. Ja, ist immer noch geboostet. Sobald der Boost nachlässt, hoffe ich, geht das auch. Oder wir machen auf der Seite auch noch ein paar Dinger hin. Dann hätten wir auf jeden Fall genug, ne? Also ich sage immer, dann haben wir genug. Aber irgendwie reicht das gerade nicht. Strom hat sich eingependelt, komplett voll. Alle Screens sind an und die Kabel halt auch. Also hier wird nichts leergesaugt gerade. Sonst wird das ja hier gerade an den Dingern passieren. Aber immer wenn er quasi tickt, um die Displays anzuhalten, passiert genau das. Wird aufgeladen und gut ist. Und die Generatoren haben auch alle genug. Also hier geht es auch weiter nach oben. Geht es nach oben oder geht es nach unten? Oh, ich glaube, es geht gerade nach unten. Ach komm, scheiß drauf. Also machen wir das so und dann kommen hier nochmal ein paar Heat-Generatoren rein. Boah, ich bin immer kurz vorm Brennen. So. Jetzt ist aber gut. Perfekt, der Raum. Der ist jetzt richtig gut. Und da drauf könnte man jetzt noch Gitter machen, damit man da drauf auch laufen kann. Aber da gehen wir wahrscheinlich eh nicht mehr rein. Nie mehr. So, noch eine geile Tür. Und zwar von Makav Stores, glaube ich. Die haben nämlich so Warntüren. Ohr. Wobei es gibt auch Steel Doors von Astra. Die sind auch noch geil. Train Doors, die machen geiles Geräusch. Dann gibt es ja noch diese Fabriktüren und Warning Doors von Dramatic Doors. Dann gibt es hier noch Doors, also es gibt sehr viele Doors, ne? Aber ich glaube, wir nehmen die. Metal Warning Doors. Ja, brauchen wir eine Metalltür? Eine Metalltür? Dann eine Glasmetalltür. Und dann eine Warning Door. Schon fertig. So, da können wir auch gar nicht mehr rein, weil wir keinen Schalter haben. Ja, Licht vielleicht nachher noch rein. Hier ist auch alles dunkel drin. Ja, doch, ein bisschen Licht haben wir, weil die Displays halt hinten leuchten. Okay, das ist fertig. Endlich. So, jetzt müssen wir nur noch was abschaltbar machen. Wir machen jetzt mal ganz kurz von Xnet einen Controller. Beziehungsweise haben wir den, glaube ich, schon vorbereitet, ausgezeichnet.
So, der kommt jetzt hier hin. Und ein Receiver hat man den auch schon gebaut. Ne, den wollte ich bauen und habe dann gedacht, ich mache wieder andere Sachen, ne? Da war der Schmetterling am Start. Stimmt, wir haben gar keinen Receiver. Da ist der Receiver. Wir brauchen einen Block und bauen einen Receiver. Nice. Und den Receiver müssen wir jetzt auch gleich anlernen. Nehmen wir jetzt einmal ganz kurz hier so eine Karte mit. Button-Modul. Bauen den Controller dann in diese geile Zwischenwand ein. Unten kommt halt Strom dran. Hier kommt dann noch der Storage-Controller hin. Dann kann man hier diese Glasdinger machen. Jo. So, man kommt gut dran. Vielleicht machen wir hier auch nochmal einen Rahmen drum oder dass wir das schwarz machen, dass das ein bisschen abgehobener aussieht. Und jetzt können wir hergehen und sagen, pass auf, Kollege. Wir müssen das jetzt so bauen, dass das da drauf zeigt. Geht das so? Nee, ich weiß auch gar nicht, ob das geht, wenn das quasi an der Wand hängt, ne? So, hier kommt nachher noch Strom dran. Ich denke von oben, ne, doch, von oben kommt Strom, kommt einfach so ein Plug drauf. Und von unten kommt dann X-Net dran. So, der gibt jetzt auf den ein Redstone-Signal. Und dann können wir hier einstellen, glaube ich. Oh, hier kann ich nicht einstellen, ignored. Oh Mann, das geht ja so gar nicht. Dann müssen wir andere Sachen tun. Oder gibt es da noch eine Karte für, damit wir den ballern können? Kein Ding, machen wir Plan B, so wie ich es eigentlich ursprünglich mal vorhatte. Folgendes wird jetzt passieren. Wir werden jetzt hier einen Energy Cube hinmachen. Mit, oben kommt ja der Plug drauf. Das heißt, oben ist Input und links ist Output. So, und dann machen wir noch zu und sagen Redstone Detection Normal. Also wenn der Redstone merkt, wird der den Strom-Output abschalten. Also machen wir dann hier Redstone hin, der dann da drauf zeigt, guckt. Warte, ja, geht jetzt aber. So, er klickt jetzt da drauf und sagt ihm, schalt jetzt mal deine Stromversorgung ab. Und der cuttet dann die Stromversorgung und versorgt nicht mehr dieses Ding mit Strom. Der hat zwar 100.000 Kilo, also der hat zwar 100.000 Strom drin als Speicher, aber der wird halt trotzdem nach und nach nach unten fahren. Ich glaube, vielleicht geht es auch, dass man den begrenzen würde auf. Aber da kommen wir später nochmal dran. Drauf. Und dann läuft es eigentlich. Und das können wir jetzt abschalten, indem wir quasi hergehen und dieses Green-Button-Modul da einmal draufklicken. Jetzt steht unten links Channel Set to One. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir können den jetzt... Wie nennen wir den Raum eigentlich? Gemüseproduktion, Grünzeug, Grünzeugproduktion, Grünpots. Muss halt kurz sein, ne? Wenn wir den jetzt hier reinstopfen, da ist er. Und wir sagen dem Button Label, nennen wir das einfach mal Greenpots. Machen wir auf der linken Seite Toggle Button Mode, das heißt, der Button ist aktiv, wenn man drückt und geht nicht nur rein und raus, glaube ich. Achso, Label, Button. Ne, warte, ohne Label, einfach nur Button. Green Pots. Ja, sieht gut aus. Machen wir aber doch mittig, oder? Müssen wir mal gucken, wie es nachher am besten aussieht. Gut geklappt, Peter, hat gut geklappt. Ne, warte mal, wir sind ja hier. Ach ne, in dem Button-Ding geht nur in der nach links, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Green Pots. Und wenn man dann hergeht und den klickt, sieht man, ist reingedrückt. Und jetzt müssen wir einstellen, also wenn reingedrückt ist, ist das ja an, also das Signal, beziehungsweise alles raus ist aus, ne? Okay, und jetzt ist der quasi aktiviert hier. Warte, wo ist er? Da. Der müsste jetzt eigentlich ein Redstone-Signal rausgeben. Kann man jetzt nicht ausprobieren, aber wenn der Strom hat, funktioniert. Und so können wir dann jeden Raum abschalten, dass wir hergehen und sagen, pass auf, den und den Raum ausschalten und die fahren runter nach einer Zeit. Klar, muss erstmal die 100.000 rausgehen, aber wenn das der Fall ist, hallo, dann kann man auf jeden Fall die ganze Basis abschalten. Und das sieht auch sehr geil aus hier auf der Karte, ne? Wenn man mal ganz kurz guckt, mit der Stromversorgung dahinter. So, jetzt haben wir Green Pots fertig. Wäre noch gut, die Küche kriegt ja auch noch Strom, da ist der Ofen zumindest an. Und so können wir alle Räume abschalten, können das Ganze steuern aus diesem Raum raus und das ist mega geil. Tschüss!